Oder hatten wir die schon aufgemacht gehabt? Also die Mühle steht ja nicht umsonst still, ne? Das habe ich jetzt echt schon wieder vergessen, ob wir die ausgemacht hatten oder nicht. Vielleicht startet sie die Windmühle. Nee, wenn hier noch Blut liegt, dann waren wir noch nicht hier. Dreht sich. Die machen erstmal, glaube ich, alle an, ne? Oder wollen wir gleich. Nur wegen der einen wird sich nichts bewegen, ne? Da unten. Ich weiß nicht. Ach komm, wir gehen mal kurz gucken. So, wo ist das Loch? Hier. Wenn das überhaupt damit was zu tun hat. Keine Ahnung. So, so, so. Aber ist, glaube ich, jetzt auch wieder ein kleiner Denkfehler von mir, ne? Weil die haben ja jetzt nur nicht aufgemacht, die Tür gehabt vorhin. Aber ein Hinweis mehr als... Ist ja auch nur eine Mühle. Aber haben wir noch irgendwie einen Hinweis hier? Okay, so, also wieder zurück. Pum, durchrutschen. Das wäre schön. Laufen und durchrutschen. So. Wobei vom Reinloschen, die haben ja alle, die haben sich ja alle gedreht, wir haben sie alle ausgemacht. Vielleicht war die Tür ja auf und durch das ganze Ausmachen ist sie zugegangen. Das kann natürlich sein, ne? So. Und hepp. Ja. Hepp. Naja, wir testen das einfach aus. Wenn nicht, dann ja. Ich bin gespannt. Weil die können schon einen Mechanismus... Hast du das gehört? Da hat sich was bewegt. Ja. Ja. Aber es klang nicht gerade nah. Seltsam. Ah. Das war es doch richtig. Vielleicht nur zwei Mühlen. Es hat sich was bewegt. Pass auf, jetzt gehen wir hin. Immer noch zu. Als Hinweis, Alter, du musst alle Windmühlen aufmachen. So. Das wäre ja ein Ding, wenn der jetzt nach zwei Windmühlen schon auf wäre. So. Wieder runter. Aber damit haben wir zumindest schon mal einen Mechanismus ausgelöst. Und? Hey, die Tür ist auf. Echt? Nur zwei Windmühlen. Cool. Dann kommst du zur nächsten Tür. Noch eine Windmühle ist wieder raus. Ob das jetzt ein Fehler war, das Ding hier kaputt zu schießen? Oh, 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 oh. Wer die weiß. Wand! Sie ist nicht mehr da. Ja. Die Tür. Das war also das Geräusch. Na, da hat wohl jemand eine Menge zu verbergen. Mhm. Jetzt gehen wir mal. Von richtungstechnisch müssen wir jetzt zu einer Ruine kommen, ne? Wenn man so langsam noch da abbiegt in der Richtung. Wo gehen wir hin? Keine Sorge. Wir sind echte Entdecker, Hugo. Na, stimmt. Und Esmeralda, die stört hier im Bild. Weißt du was, Kleiner? Ich glaube, du hast recht. Meine Finger kribbeln, das ist ein gutes Zeichen. Echt? Dann lass mal weiter kribbeln. Und halt dich hinter uns. Ah, dieser. Ist zwar auch nervig wie Anno,
Aber die hat einen Vorteil. Die ist nicht so dick wie Anno. Oh. Heilige. Verdammt. Ist das echt? Ja. So echt wie ein Schmugglerhort. Verdammt guter. Unfassbar. Wer hat das hier gebaut? Haben wir die Schmugglerbude gefunden? Erstaunlich. Glaubst du, die sind noch hier? Fühlt sich verlassen an. Aber das ist halt so. Je umwerfender, desto höher die Gefahr, dass man drauf geht. Na, dann geh du mal vor. Hm? Schwimmt im Wasser oder trockengelegt? Ne? Kein Wasser hier. Oh, hier pfeift der Wind. Da geht's weiter. Ein Schmugglerhort. Ho, ho, ho. Aber liebes Spiel, lass mich jetzt nicht noch vor einer Tür und dann wieder zurück. Nächste aufmachen, nächste Windmühle. Oh, der Schatz. Oh, der Schatz, ja. Was haben wir denn hier? Ja, wir haben noch einmal Nägel angekriegt. Das ist schön. So. Reicht aber nicht. Bruchfestes Werkzeug verwenden, um ihre Ausrüstung kostenlos aufzuwerten. Ist nur die Frage. Braucht drei, wir haben zwei. Was ist das? Schmuck? Ein Armschutz. Der ist uralt. Zieh ihn an. Ja, jetzt haben wir einen Armschutz. Jetzt machen wir eine auf Assassine. Wäre schade, ihn hier zu lassen. Behalt ihn. Ja, der Schatz gehört jetzt dir. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich stärker. Ist vielleicht Magie. Alles klar. Gehen wir zurück, bevor uns noch ein Schmugglergeist ausschimpft. Warte mal, wir haben doch hier irgendwas freigemacht hier. Armschutz? Was haben wir jetzt? Es ist so toll hier. Ich liebe es. Ich muss gestehen, hier würde ich auch gern wohnen. Und wie wäre ein hübsches Haus? Mit einem Garten? Es ist mir lieber, wenn mich niemand sieht. Ja, ich will auch in einer Höhle wohnen. Himmel, ihr seid doch keine Fledermäuse. Drei ich glaube, ich bin eher eine Echse. Eine Fledereechse. Na gut, warum nicht? Eine Fledereechse, so. Dürfte aber nicht reichen, oder? 85. 5 Pünktchen, Brit, und wir könnten dann das herstellen. Wo kriegen wir jetzt den nächsten her? Da könnten wir das alles aufwerten. Das ist Schwefel. Wir haben aber hier alles voll. Wir können nichts herstellen. Doch hier. Nee, sind 10. Ja gut, was voll ist, ist voll, ne? Jetzt brauchen wir noch ganz normale Materialien. Na, tolle Wolle. Ja, Wolle Petri lässt grüßen, ne? Tolle Wolle. Brauchen wir es nochmal? Materialien. 5 Stück an der Zahl. Und denn, so wie ich Terra kenne, weil wir ja nicht überall immer alles mitgenommen haben, ne? Bei unserem Glück werden wir jetzt hier nichts mehr finden. Das wäre natürlich ärgerlich. So. Uschi. Dann geh doch vor. Dann geh. Mann. Also ich finde sowas nervig. Wenn du einen automatischen Begleiter hast und die dann immer die im Weg stehen. Und hier ist nichts weiter. Ne? Hier ist noch eine nächste Kiste. Guck, da haben wir noch ein Geheimnis entdeckt. Oh.
müssen wir uns doch noch ein bisschen mehr umschauen. Also muss die Story noch ein bisschen warten. So. Also brauchten wir bloß die letzten beiden anmachen damit. Damit unten die Tür aufgeht. Guck einer schau. So, waren wir unten bei der Hütte? Warte mal, wollen wir von hier aus gucken? Da unten am Hafen waren wir da schon. Keine Ahnung, wie laufen da mal hin. Lololo. Ja, Esmeralda, lauf, lauf. Lauf weiter. Die ist doof. Wer weiß. Ach ja, da waren wir schon. Das war da, wo wir erst das Dach da erst versucht haben, da unten, ne? Ja, ja, ja. Da waren wir da schon. Beim Turm. So. Geht die Tür runter? Ne, zu hoch, Gott. Wir müssen uns nochmal umschauen. Wo geht's hier runter? Aber siehst, die Vögel hätten uns hier hochgeführt. Weil dann, wenn wir jetzt bestimmt zum Vogel gelaufen, hätte geguckt. Wo guckt der hin? Da hätten wir so umgedreht. Ah, Windmühlen. Und jetzt macht ein Feuer für den Bruder von Gulasch hier. Nee, doch nicht. So, haben wir was zu erzählen? Juhu! Sohn der Glutasche! Bist du nicht? Doch, guck mal! Ich beherrsche die Sonne! Du machst rein gar nichts! Ich zeig's dir! Hier, wart nur ab! Wir sollten am Fluss spielen! Na los, zeig mal! Schilder schämt sich! So, von da sind wir gekommen, da haben wir schon geguckt in der Scheune. Da sind die verrückten Anhänger. Nicht, dass die uns... Alles schläft. Ja, ja. Nichts ist fruchtlos. Nichts ist fruchtlos, genau. Komm zum Strand runter. Wir gucken mal von hier oben. Zum Dorf. Wir könnten doch mal zum Dorf laufen. Zur Not, wenn wir jetzt hier nichts finden. Edle Weine, edle Werkzeuge. Nur bitte nicht gleichzeitig benutzen. Ja, man könnte auf die Finger hauen. Hier können wir nichts. Hallo. 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 Na, hallo. Geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will noch den Rest anschauen. Na, ich will noch den Rest anschauen. Ich komme hier nicht weiter, ey. Nee, der lässt uns nicht raus. Na, heute kein Kampf? Alles friedlich. Preiset den Sohn. Ja, Preise sind Durchgang, ich will da auch durch. Wir kommen da nicht durch, ehrlich nicht, das ist ja... Ich denke, wir können uns hier alles angucken. Wie kommen wir hier runter? Oh, schade. Also ist schon schade, dass wir dann hier runter zum Dorf kommen. Hätte mich da gerne noch mal umgesehen. Pflanzen! Ziehe und Heilpflanzen! Robust! Ja. Nein! Die Lacunas Erde! Braucht Werkzeug. Komm edle in den Weine, Turm rein. Edle Werkzeuge! Nur bitte nicht gleichzeitig benutzen! Ja, vielleicht gehen wir hier mal zum Lagerfeuer. Jetzt kommen wir trotzdem hier so da rein. Guck mal, da ist... Da, guck, guck, wir können hier hoch. Komm, hoch mit dir. Gut, ja. Gut. Vielleicht müssen wir auch durch den Turm, um in die Stadt zu gelangen. Um die Stadtwache auch zu tricksen. Mal gucken. Hoch, alles klar. So. Das ist die Kiste. Amicia,
Wir sollten nicht hier sein. Hier könnte etwas Wichtiges sein, Iko. Außerdem gibt es nichts Spannenderes, als an einem unerlaubten Ort zu sein. Wirklich? Sie macht nur Witze. Stimmt, Sophia? Klar. Okay, gehen wir mal hoch gucken. Das sind doch Brandfässer hier, oder was? Oh, eine große, schicke Kiste. Ta-ta-ta. Ja. Ja. Oh, da kriegen wir noch einen. Ja. Ja. Sieht schon mal gut aus. So. Ach, den Armschuss hat sie angelegt gehabt, ne? Genau. Durch das Strahlen des Armschutzes erholt sich Amicia schneller von Angriffen. So. Also, wenn das jetzt so ist, wie ich denke, dann könnten wir hier, ne, hier alles umsonst machen. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Dann haben wir die Materialien umsonst rausgesteuert. Viel besser. So, gibt keinen Zurück mehr. Ach, wir brauchen dann bloß noch das andere Zeug. Na toll, na toll, na toll. Ist natürlich kacke. Ehrlich gesagt, so. Und hier. Ich würde gerne dazu doch. Geht doch mal weg. So schneller. Entschuldigung. Aber ich glaube, so viel Material, die wir jetzt brauchen würden, kriegen wir nicht mehr. Ist hier noch was? Irgendwo war ein Lagerfeuer da. Alter, wenn das jetzt... Dafür, dass wir das verkackt haben... Dadurch... So viele Möglichkeiten hast du ja immer nicht hier mit Ausbau und Materialien. Das ist es ja. Kletter hoch. Ja. Hier musst du echt überlegen, was du brauchst. So. Oder was du herstellst. So. Ja, dann gehen wir da mal zum Lagerfeuer. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Visionen des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Ist speziell. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gayenne jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Ja.